kleines Vorwort. Und zwar möchte ich sagen, dass ich mir jetzt einen Twitch-Account gestellt habe für CSGO-Streams. Jeder, der CSGO feiert. Und ja, keine Sorge, ich bin ein bisschen besser geworden. Schaut vorbei auf Twitch. Link ist unten in der Beschreibung. Followt mir und macht die Benachrichtigung an, damit ihr merkt, wann ich streame. Dort wird nur CSGO gestreamt. Minecraft wird weiterhin hier auf YouTube gestreamt. Viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, ich bin herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich mal die Labymod V3 Beta vor. Ich habe einen Beta-Key auf der Gamescom ergattert und ja, dementsprechend kann ich jetzt dieses Video machen. Und ich kann nur sagen, das ist, diese neue Labymod-Version ist einfach der Hammer, allein schon in der Beta. Und wenn dann da vielleicht noch ein paar Sachen dazukommen oder die Bugs gefixt werden, das wird einfach die beste Labymod-Version und vielleicht sogar die beste PvP-Mod, die es aktuell so gibt. Aber ja, schauen wir nach dem Intro einfach mal rein, dann stelle ich euch die ganze Sache mal einfach vor und nenne euch mein Feedback, was ich jetzt aktuell so von der Version halte. Bis gleich! Fangen wir mal sofort an mit der Escape-Taste, sage ich mal. Und wenn man die drückt, da sieht man hier schon, dass sich hier ein Fenster hinzugefügt hat. Im Vergleich zur alten Version. Und zwar hat man hier den Teamspeak, den kann man auch größer und kleiner machen. Ich habe den jetzt so klein gelassen, weil ich da nicht viel machen werde, aber ich wollte ihn trotzdem mal hier haben. Und hier unten seht ihr das Fenster für die Schilder, was ihr dann in Schildern suchen könnt, also sage ich jetzt mal 8x1 wieder hinzugefügt, sage ich, ja. Geht ihr hier auf Bed Wars und dann ist hier 8x1 rausgesucht. Kennt man ja schon von damals. Drücken wir wieder Escape und dann gehen wir mal auf Labymod Settings und jetzt seht ihr, das Ganze hat sich extremst verändert vom Overlay her und ich finde, das sieht so einfach ultra geil aus. Ja, man kann hier alles, wirklich alles individuell einstellen und das ist, das war einfach so das, was mir immer so gefehlt hat an Labymod. Und jetzt ist es einfach da und es ist einfach geil. Wir fangen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt wirklich alles durch von A bis Z. Und zwar Information, Ping on Tap, kann man hier einstellen, ob das colored sein soll oder nicht. Aber ich zeige euch, wie man das Ganze hier bis auf die Animations in-game und den Minecraft-Chat noch ja viel detaillierter einstellen kann. Und zwar, wenn man hier oben auf Ingame GUI geht, dann öffnet sich dieses Fenster, was auch schon richtig sick ist. Dann kann man hier einstellen, wie groß das ist. Es ist ja nur eine Vorschau. Und jetzt könnt ihr wirklich alles hier in diesem Bildschirm verschieben, wie ihr es haben wollt. Was Labymod natürlich hinzufügt. Ihr könnt jetzt hier nicht diese Leiste da unten nach da oben schieben oder sowas. Wie das Ganze geht, zeige ich euch. Und zwar, ihr könnt euch das Ganze hier aussuchen, wenn ihr zum Beispiel FPS hinzufügen wollt, dann muss das hier auf On sein und wenn ihr die so bearbeiten wollt von der Farbe her, geht ihr einfach hier auf dieses Zahnrad und dann könnt ihr alles einstellen. Ja. Ihr könnt hier einstellen, ob das die Punkte sein sollen, ob es dieser Pfeil sein soll, ob es diese eckigen Klammern sein soll oder ob es dieser Bindestriche sein soll. Und die Farbe von den einzelnen Sachen könnt ihr hier einstellen, das ist halt einfach richtig sick. Ja. Könnt ihr noch, ob es underlined sein soll, ob es italic oder bold sein soll. Ich habe alles aus, sieht einfach nicer aus. Muss man ja sagen. Und dann kann man auch einstellen, ob das FPS hier da stehen soll oder nicht. Ich habe es an und ob Smooth FPS an sein soll oder nicht. Ich habe es aus, weil ich brauche es nicht. Das Ganze geht hier durch die Reihe durch, von A bis Z mit den Einstellungen, mit den Farben. Und ob man bei den Koordinaten, die ich jetzt hier oben habe, das ist relativ klein bei mir alles, ja, ich weiß, weil ich die Mod relativ klein eingestellt habe. Ich hoffe, ihr könnt es hier oben trotzdem sehen. Hier oben sind die Koordinaten. Die kann man hier übrigens überall verschieben, die Sachen. Ja, wenn ihr hier Maus drauf gedrückt habt und das oberste hier wegnimmt, dann verschiebt ihr alles davon. Ja, wenn ihr jetzt das untere hier noch abtrennen wollt und das dahin haben wollt, dann könnt ihr es dahin ziehen. Das ist ein bisschen schwachsinnig, mitten im Bildschirm sowas zu haben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, hier den TS, den möchte ich hier oben links haben oder unten rechts. Ihr könnt ja alles verschieben, wie ihr wollt. Das ist einfach so geil. Ha. Ja, auf jeden Fall bei den Koordinaten könnt ihr euch ja noch die Y-Achse anzeigen lassen oder nicht. Und ob es in einer einzelnen Linie sein soll oder so untereinander. Ich habe es in einer einzelnen Linie. Sieht einfach besser aus. Und ja, hier, ob es noch Nachkommastellen haben soll oder nicht. Ja, Biome, ganz normal kennt ihr ja, wird dann hier das Biom angezeigt.
Das Datum kann angezeigt werden. Die Looking at Direction wird auch angezeigt. Anzahl der Spieler wird angezeigt. Das sind jetzt hier 3 von 4 und 3, also der Entities. Ein Spieler gilt da, glaube ich, als Entity, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich aber aus Memory habe ich an, dass ich hier immer sehe, ob ich High Memory habe. Ich würde jetzt schon eigentlich lieber restarten bei 50 Memory, aber scheiß drauf. Und ja, beim Ping hier auch wieder könnt ihr einfach anstellen, ob der Ping colored sein soll. Dann ist es so ein grüner Bereich, wenn es grün angezeigt, wenn es ein guter Ping ist, und halt rot, wenn er scheiße ist. Habe ich jetzt aus, weil ich weiß, ab wann es ein scheiß Ping ist. Brauche ich jetzt nicht. Ja, Online-Players könnt ihr auch einstellen. Es steht hier die Zahl der Player. Ist eigentlich auch unnötig. Genauso wie Server-Address. Support-Servers brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Und Potion-Effects maximal, um zu sehen, wie lange man noch Stärke in dem CW hat. Kann man hier auch einstellen. Alles einzeln. Mit Name, also wie das hier ist, von den Farben her. Kann man hier alles einzeln einstellen. Ich mach's jetzt wieder aus. So, dann kann man noch hier einstellen, ob man die Durability von den Items angezeigt haben möchte. Ich habe es jetzt gemacht und habe sie hier unten rechts in der Ecke. Und habe sie alle auf Prozent stehen. Das könnt ihr auswählen, ob normal, wie viel von und Prozent. Das könnt ihr alles einstellen. Und wie viele Pfeile ihr noch habt und halt das gehaltene Item. Das habe ich hier unten links in der Ecke. Dann noch Services. Das ist jetzt richtig geil. Ihr könnt hier Spotify, den Spotify-Text, Teamspeak und YouTube Subscriber Counter einblenden. Wenn ihr den anmacht, dann könnt ihr hier eure Server URL, also eure YouTube Account URL eingeben und dann werden hier eure Abonnenten angezeigt und hier das Intervall, wie oft das abgedatet werden soll in Sekunden. Ich habe es aber aus, weil es ja unnötig ist. Ich mache momentan nicht so aktiv YouTube, also ja. Anderes Thema. Teamspeak, ganz normal. Könnt ihr hier verschieben. Habe ich jetzt hier unter den ganz normalen Sachen. Und Spotify kennt ihr von den vorherigen Versionen. Und aber es ist hier der Klicktest. Den habe ich an. Der funktioniert jetzt auch besser. Und ihr könnt ihr auch einstellen, ob ihr den nur auf Linksklick, Rechtsklick, beides oder den als erstes gedrückten Key haben wollt. Auch richtig geil individuell eingestellt. Kann man alles machen. Mega geil. Freut mich einfach. Achso, ja, wenn ihr das hier nicht habt, dann müsst ihr hier oben Use Default Settings aufmachen. Weil sonst wären die so, da könnt ihr kaum was einstellen. So könnt ihr viel mehr einstellen. Ja, AFK-Timer kennt ihr, Lava Challenge Timer erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und Toggle Sneak Information, Sprinting Toggled, kennt man auch aus den vorherigen Versionen. Und ja, Direction hat, habe ich jetzt momentan noch nicht an. Werde ich ja wahrscheinlich, wenn ich sie haben würde, hier so drunter klatschen. So ungefähr. Ja. Ich lasse es jetzt einmal mal. Ja, das könnt ihr hier auch noch auf Escape, was ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr das hier noch bearbeiten. Das war gerade ein bisschen zu hoch. Ihr könnt hier noch die Server-Info einstellen. Die habe ich hier unten. Und Spotify könnt ihr auch noch anzeigen lassen, aber da ich Spotify nie benutze, brauche ich es nicht. Ja. Auch ein richtig geiles Feature. Sieht auch nice aus. Alles sieht sehr fresh aus. Und ja. Was auch nochmal richtig geil ist, bis auf diese ganzen Animationen hier und die Autotexte, wozu ich gleich noch kommen werde, und die Menü, GUI und so weiter und so fort. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich werde euch jetzt nochmal die ganzen Mods, die es bisher zur Verfügung gibt, für die Beta zeigen. Kann man hier oben auf Add-ons gehen. Man kann sich hier wirklich jedes Ding nochmal downloaden und installieren. Man braucht es nicht neu installieren. Das hat mir echt auch gefehlt. Und man kann es auch einfach löschen. Das ist einfach mega geil. Man sieht hier alle Mods auf einen Blick nochmal, die man downloaden kann. Man kann die installierten anzeigen und einstellen hier auch, was man anhaben möchte oder nicht. Und ja, kann das hier nochmal unterteilen. Wirklich richtig geil. Und ja, kommen wir nochmal hier zum Minecraft-Chat. Ich habe jetzt alles an, bis auf Swap, Chat Position und Fast Chat. Autotext und der ganze andere Shit hier wurde überarbeitet und das Ganze sieht jetzt, wenn ihr im Chat seid, so aus. Und zwar müsst ihr jetzt hier für A auf Autotexte, Chatfilter und Chat Symbols. Und das sieht halt einfach viel fresher aus als vorher. Vorher war das ja alles hier oben. Das war immer sehr mühselig, sag ich mal. Und man kann jetzt hier auch endlich die Keys bearbeiten, ja, wenn man hier drauf geht und man falschen Key zugewiesen hat, das zum Beispiel auf B haben möchte, kann man einfach wieder
ändern und dann wieder saven. Das war auch sehr ätzend, weil wenn man einmal einen falschen Key benutzt hat bei einem Autotext, konnte man wieder Autotext löschen, wieder neu schreiben und wieder neu adden. Und so kann man einfach wieder alles bearbeiten. Richtig nice. Auch bei den Chatfiltern, wo ich jetzt noch nichts habe, einfach Filternamen eingeben und den Rest so wie immer machen. Ja, so kennt ihr. Name ist wie es weiterhin hier oben. Könnt ihr jetzt hier zum Beispiel. Upsa, ein E zu wenig. Seht ihr meine Name ist wie? Ganz normal, kennt ihr ja alles. Ja. Wieder darauf, genau. Die Animationen erklären sich, glaube ich, alle von alleine. Das hier könnt ihr auch alles individuell einstellen, ob ihr es haben wollt oder nicht. Das sind jetzt hier meine Settings, alles. PvP, Speed FOV habe ich an und Swapbow nicht. Ich finde das irgendwie komisch, wenn der Bogen auf der linken Seite dann ist. Menu GUI, GUI Background habe ich an, Battle Refresh habe ich auch an, einfach damit es von alleine refreshed bei den ganzen Servern, ich finde es immer scheiße sonst. Direct Connect Info, das ist, wenn ihr draußen seid, also ich gehe jetzt mal hier vom Server. Wenn ihr hier drauf seid, wie viele Spieler hier gerade drauf sind, das ist auch mega nice. Wobei ich genau. Confirm und Disconnect, dass ihr doppelt auf Disconnect klicken müsst, um vom Server zu disconnecten, ist auch mega nice. Multiplayer, GUI, Ingame habe ich auch an. Und Borderless Window, Better Full Stream ist mega nice. Wenn ihr das anhabt, könnt ihr einfach mit der Maus aus Minecraft auf den zweiten Bildschirm rausgehen. Ich weiß, ihr seht es gerade nicht, aber ich sehe es auf meinem zweiten Bildschirm. Und so muss man Minecraft nicht immer in den Fenstermodus machen, um rauszugehen. Das ist ultra geil. Auch für Stream. Ja, und das, was jetzt hier alles da ist mit der Bossbar, Show Saturation und Sign Search, alles habe ich an, bis auf Left Hand. Das ist auch Abfuck. Ja, und den Modul Editor war das hier mit dem Ingame GUI. Wenn ihr das auf Equals habt, dann öffnet sich das Ingame GUI. Das ist meine zugewinierte Taste. Und ja, die ganzen Cosmetics könnt ihr ja auch nochmal einstellen. Ja. Das war's auch eigentlich schon mit der Lavy Mod V3 Closed Beta Version. Ich hoffe, ihr feiert sie genauso wie ich. Ist einfach mega geil. Jetzt hat sich hier was verstellt. Und bei den Klicks ist es nicht so nice. Da. So, ist einfach mega nice. Sieht auch ultra fresh aus. Ich habe bisher noch keine Bugs gefunden. Aber. Ja, vielleicht findet man noch welche, aber es ist ja in der Beta komplett normal. An alle Beta-Tester, viel Spaß mit dieser Lavy Mod V3 Version. Falls ihr noch Fragen hattet, hoffe ich, dass ich das beantworten konnte. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten schaut auf der Lavy Mod Seite vorbei, schaut beim Twitter-Account von Lavy Mod vorbei, geht auf den Lavy Mod TS, wenn ihr Fragen habt. Die supporten euch da wirklich fast 24/7 und sehr, sehr schnell wirklich. Und ja, wenn diese Version komplett raus ist, wünsche ich allen Leuten damit viel Spaß. Es ist einfach meiner Meinung nach momentan wirklich die beste PvP-Mod, die es gibt. Das kann ich jetzt schon in der Beta sagen, weil man kann halt auch Forge-Mods hinzufügen. Das heißt, es ist jetzt auch Forge-kompatibel. Und das ist einfach ultra geil. Ja, ihr könnt eure Forge-Mods da reinklatschen, bis ihr nicht mehr genug Mods habt, ja. Ihr könnt jetzt mittlerweile einfach sozusagen alles hinzufügen, was ihr wollt, und das ist halt einfach ultra geil. Und ja, macht Lavy Mod halt noch ein bisschen attraktiver, dass jetzt halt auch Forge Mods hinzugefügt werden können. Wo jetzt zum Beispiel andere Leute gesagt haben, nee, ich möchte nicht mit Lavy Mod spielen, weil mir da ein oder zwei Mods aus meinem Forge Mods Ordner fehlen. Und jetzt kann einfach jeder sagen, jo, installiere ich bei Lavy Mod mit rein. Und dann ist es auch da drin. Und das macht das Ganze halt einfach nochmal einen Ticken attraktiver. Auch für Forge User. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch mein Kanal gefällt, abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.